anderer Bestandteil, bekannter Bestandteil des Gebets ist der Dank. Vielleicht könnten wir noch ein bisschen intensiver in diesem Jahr dem lieben Gott danken. Uns immer wieder damit beschäftigen, was Gott uns gegeben hat, was er für uns gemacht hat, was er macht, was er machen will. Ich weiß, der Mensch ist immer dazu geneigt, zuerst das zu sehen, was er nicht hat, was er noch nicht hat, was er nicht mehr hat, was ihm fehlt. Wir sind alle so geneigt. Und wenn man so in der Welt rumkommt, da stellt man fest, die Zufriedenheit bzw. die Unzufriedenheit ist total unabhängig von der Situation der Menschen. Es gibt Menschen, die haben sehr viel und sind ständig unzufrieden. Ich sehe auch, wenn ich so in der Welt rumkomme, Menschen, die haben gar nichts und sind sehr zufrieden. Fazit: Die Zufriedenheit, Unzufriedenheit hat eigentlich gar nichts zu tun mit dem, was wir haben oder nicht haben. Das resultiert aus unserer Herzenseinstellung. Beschäftige dich doch mit dem, was Gott dir gegeben hat. Anbetung, merken wir, alles kommt von Gott. Ah ja, wenn alles von Gott kommt, dann kommt das auch von ihm, was er mir gegeben hat. Auf einmal freut man sich über das, was man hat. Man merkt, ach ja, du, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Und dann kommt mal wieder Freude zustande. Das schafft Zufriedenheit. Auf einmal ist man zufriedener. Und das sorgt auch für ein seelisches Gleichgewicht. Man wird dann stärker in seinem Leben. Der Dankbare ist stärker als der Undankbare. Den kann man nicht einfach so umwerfen, weil er immer wieder weiß, pass auf, so dramatisch ist das nicht. Denk doch an alles, was mir Gott schon gegeben hat. Der Dankbare ist stark. Der hat so ein seelisches Gleichgewicht. Der ist stabil in seinem Leben. Also Dankbarkeit hat eine ganz große Auswirkung auf uns selbst. Wird zu einem Segen für uns. Lasst uns Zeit nehmen für die Dankbarkeit in diesem Jahr.